So, Kuss zusammen, Hallihallo. Wir schauen uns jetzt mal die neuen Bitcoin-Updates an, also die neuen News. Ich kann hier mal mein Helikoptermikrofon mal wegstellen. Also, wir schauen uns an, was jetzt hier neue Statistiken quasi mit sich bringen und werden dann natürlich einen Blick auf den Chart werfen. Erstmal mitgebracht habe ich hier den Bitcoin Aggregate Security Spend, sogenannte Thermocap. Das bedeutet nichts anderes als die gesamten Kosten, die für die Produktion, also fürs Mining letztendlich angefallen sind, für alle jetzt vorhandenen und zirkulierenden Bitcoin. Das heißt, wie viel haben die jetzt insgesamt an Kosten so gesehen verursacht? Hier sehen wir sind bei einer unglaublichen Zahl von 30,3 Milliarden Dollar angekommen. Das ist schon echt mal eine Hausmarke. Müssen wir mal überlegen, dass wir wirklich in einem technischen Zeitalter gerade wirklich solche Riesenmengen an Geld verwerten, um an Daten zu kommen, um Datensätze zu kreieren, um Blockchains zu kreieren. Unfassbar, in welcher Welt wir leben. Also große Chancen, große Möglichkeiten, aber trotzdem sind das auch schon mittlerweile Hausnummern, die wirklich krass sind. Das heißt, hier haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal einen deutlichen Anstieg erreicht. Wir sehen es hier in den letzten Monaten, ging es ordentlich und rapide nach oben. Und das zeigt nochmal, da wurde ordentlich gemeint und da geht es ordentlich nach oben. Aber das ist jetzt hier erstmal noch nichts allzu vieles zu sagen. Dann haben wir jetzt hier Net Realized Profit und Loss. Das heißt also, wann letztendlich Bitcoins auf ein Wallet geflossen sind und wann sie wieder rausgeflossen sind. Und wir sehen hier, durch diesen starken Sell-off haben wir hier ein deutliches Minus wieder verzeichnet. Das heißt also, wir sind jetzt hier in einem Minusbereich, wo die meisten, die hier eben auf Wallet sitzen mit Bitcoin, jetzt wieder im negativen realisierten Profit sind, also im Verlust. Und das hier ist schon deutlicher, deutlicher, deutlicher Impuls auch nach unten, der nicht einfach nur alleine dasteht, sondern ich weiß nicht, ob das eine der zukünftigen Folien hier auch mit sich bringt. Das Leveraged Money, das heißt also das gehebelte Geld, ist immer kleiner geworden. Das heißt also vor allem, dass viele Trader den Risk-Off-Modus verwenden. Wir haben gesehen, bei dem ersten krassen Sell-Off, wo es dann von den 53k oder was das war, runter auf die knapp 42k gekommen ist, wo wir diesen ersten krassen Drop bekommen haben, das war ein harter Cut-Off. Da haben wir gesehen, da wurde ganz, ganz viel Geld liquidiert, da wurden ganz, ganz viele Positionen liquidiert und da wurden die Stop-Loss ausgeführt und das eine Kaskade, dass der nächste Stop-Loss, der nächste Stop-Loss und so weiter kam. Jetzt scheint es eher ein relativ kontrollierter Abverkauf zu sein, denn wenn das Leveraged Money, das heißt das gehebelte Geld, runtergeht, bedeutet das in aller Regel, dass letztendlich gar nicht so viel mehr gehandelt wird und dass gar nicht so viel ungewollt liquidiert wird im Stop-Loss, sondern dass hier das Risiko rausgenommen wird, dass eben auch mit kleineren Positionen, kleiner gehebelten Positionen gehandelt wird und dann halt auch kleinere Verluste hier eingefahren werden. Dementsprechend aber auch hier, das bündelt sich, das sammelt sich und die Positionen, die hier oben natürlich hängen, die sind gerade dick im Minus und die werden hier gerade eingetütet, was zu einem weiteren kleinen Sell-off führen kann. Ganz klar, wenn du Long-Positionen liquidierst, also Long-Positionen schließt, selbst wenn sie im Profit sind, verkaufst du sie. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Preis fällt. Und wenn der Preis fällt, sind andere Positionen im Minus. Und deswegen dann kann es dazu führen, dass Positionen verkauft werden und dann geht es weiter ins Minus. Aber das ist erstmal hier nur so ein interessanter Nebenfaktor. Dann sehen wir hier die Futures Long Liquidations Dominance. Also das heißt, also wie viele Longs wurden liquidiert, hat jetzt während des Sell-Offs hier wirklich über 65% angenommen. Und das ist, soweit ich das sehen kann, ein All-Time-High. Und hier sehen wir, das ist even higher than a sell-off earlier this month. Also jetzt quasi gerade ist die Liquidierung gemessen am 24-Stunden-EMA deutlich höher. Viele Leverage-Positionen haben halt versucht, ins fallende Messer zu greifen, was natürlich das Ding einfach weiter nach unten beschleunigt. Und hier sehen wir halt jetzt diese starken Abverkäufe, diese starken Liquidierungen, was auf der einen Seite dazu sprechen kann, pass auf, Risk-Off, kontrollierter Abverkauf, aber wir sehen halt auch, dass sich einige die Finger verbrannt haben, jetzt gerade was eben versucht wurde, hier letztendlich schon mal diesen Abverkauf zu fangen. Ja, hier sehen wir, hier ist das Ding, während des Abverkaufs sind die Hände reingekommen und die haben sich dann hier letztendlich verbrannt. Und das wird bedeuten, dass das jetzt hier letztendlich aus der Welt geschafft ist. Das heißt, die meisten Positionen, die da in den Markt gekommen sind, sind wahrscheinlich auch schon wieder draußen. Und das werden wir in den nächsten Folien auch sehen. Hier haben wir nochmal dieses Spend-Output-Ratio. Hier sehen wir es auch nochmal ganz aktuell, dass dieser eben im Minus liegt. Und das ist spannend, wenn wir uns mal anschauen,
dass letztendlich Bitcoin gerade recht stabil hier sich noch seitwärts bewegt, aber wir heute Morgen in der Nacht diesen starken Abverkauf bekommen haben. Und das sind immer Dinger, die sind krasse Sell-Offs. Solche starken Bewegungen sind in der Regel nicht, okay, ich nehme meine Position raus, sondern das sind gehebelte Positionen, die dann letztendlich den Stop-Loss kassieren und ganz stark nach unten durchfallen. Das heißt also, wenn der Preis hier nach unten fällt, wir hatten darüber gesprochen, das sind letztendlich Faktoren, die dazu führen können, dass Stop-Loss eins nach dem anderen hier gefischt wird, dadurch eine Kaskade entsteht und dadurch der Markt Slippage bekommt. Bedeutet, wenn du hier irgendwo kaufen willst, wirst du gar nicht ausgeführt, weil die Stop-Loss-Order hier den Preis schon genug runterdrücken und du es viel, viel schlechter ausgeführt wirst oder gar nicht ausgeführt wirst. Ja? Und es gibt nicht nur diese typischen Order kaufen, verkaufen, Buy-Limit, Sell-Limit, sondern es gibt auch verschiedene Order, Fill-or-Kill-Order, es gibt zeitbasierte Order und so weiter und so fort. Und das ist der Grund, warum Richtungsdocht und Richtungsschatten immer interessant sind. Wahrscheinlich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich sage, also dieses Konzept versuche ich halt jetzt so ein bisschen zu etablieren, weil es einfach sinnvoll ist, so ein Ding in den Markt zu bringen. Wahrscheinlich wirst du über Richtungsdocht noch nicht viel gehört haben, wenn du irgendwo anders eine Ausbildung machst oder irgendwo anders auf YouTube-Kanälen unterwegs bist. Vielleicht kommt das jetzt, aber das ist letztendlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir immer betrachten müssen. Solche Dochte und solche Schatten, die einfach durch so starke Impulse entstehen, da liegt unbearbeitete Liquidität und die holt sich der Markt natürlich. Der Markt bewegt sich nicht willkürlich. Auch wenn das für uns häufig so wirkt, der Markt bewegt sich nicht ausführlich, sondern der Markt bewegt sich einfach von Liquidationsphase zu Liquidationsphase. Dass der Markt ein höheres Hoch macht, ja, zum Beispiel hier das Hoch, und der macht hier das höhere Hoch. Das kommt nicht von ungefähr. Das liegt daran, dass da oben halt eben Stop-Order liegen. Die akkumulieren und eine größere Liquidität bereitstellen, als zum Beispiel hier unten zur Verfügung stehen. Und das führt natürlich dazu, dass der Preis dorthin kommt. Warum? Broker verkaufen deine Daten teilweise. Nicht jeder, nicht alle, aber vor allem B-Book-Broker, die handeln eben deine Position auf ihrem eigenen System, auf ihrem eigenen Blatt Papier. Und wenn da zum Beispiel gesehen wird, pass auf, 70% unserer Kunden sind hier gerade long in Bitcoin und legen ihren Stopp hier drunter und die Daten quasi verkauft werden, dann ist es ein leichtes, so gesehen, von großen Institutionen, von großen Fonds und so weiter und so fort, einen starken Sell-Off zu machen, um den Preis in diese Region zu drücken. Denn hier unten wird die Liquidität dann gefüllt, wenn der Preis hier unten hinkommt, die Stop-Loss fliegen. Wenn es ein Market Maker ist, wenn es ein B-Book Broker ist, geht dein Geld in die Taschen der B-Book Broker und der teilt sich dann natürlich den Profit mit den großen Institutionen. Ja, das ist etwas, was man in der Regel nicht hören will, aber der Broker ist in der Regel nicht unser Freund. Ja, auch wenn er so tut, als wenn er uns mit Bonus überschütten will und hier und da, dann lernst du diesen Kurs, dann lernst du jeden Kurs bei uns, komm noch zum Webinar zu uns. Ein Broker, die meisten Broker haben kein Interesse daran, dass du vernünftig tradest. Und deswegen kriegst du da auch immer nur dieses 0815-Wissen. Ja, dementsprechend ganz, ganz dringend aufpassen. Jetzt sehe ich hier gerade noch, das rufe ich auch mal ganz kurz auf, der neue Fear and Greed Status ist auch da. Fear and Greed Bitcoin. Und das ist verrückt, denn falls du mir auf Instagram folgst, keine Schleichwerbung, hast du vor kurzem gesehen, dass wir wieder bei über 50 waren. Und jetzt gehen wir mal rein. Und wo ist er? Bei 27. Jetzt sind wir definitiv bei Fear, jetzt sind wir definitiv bei Achtung, Gefahr. Und jetzt kann natürlich nochmal eine richtig schöne Rutsche kommen, eine richtig schöne Rutsche. Ich will dir keine Angst machen, Gottes Willen. Ich möchte einfach nur, dass du das Ganze so realistisch wie möglich betrachtest. Weil ein, ja, Bitcoin, der wird schon steigen und ich gehe da mit meiner gesamten Hypothek rein, ist einfach fahrlässig. Wenn du aber sagst, pass auf, ich sehe die reelle Gefahr, dass das Ding noch nach unten schießt, deswegen steigere ich mich nur langsam in den Markt. Deswegen gehe ich vielleicht etwas defensiver in den Markt. Kann dir bares Geld retten und vor allem auch bares Geld verdienen. Einfach nur das als kurzes Feedback, warum es immer wichtig ist, ein bisschen versatil zu denken, ein bisschen beide Seiten beleuchten zu können. Weder Feind zu sein noch Freund zu sein, sondern einfach wirklich das Ding so sehen, wie es nüchtern nur zu sehen ist. Ansonsten auf Stundenbasis haben wir jetzt hier letztendlich diesen dynamischen Widerstand gerade noch gehalten. Wir sind hier, dynamischer Support wurde gebrochen. Jetzt haben wir eine zweite dynamische Supportlinie, die wir hier potenziell nochmal antesten. Das ist die zweite Faltigkeit. Sollte der Markt hier drunter brechen, sehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit Retest der 42.8 bis 43.000, bis wir dann runter auf die 40.000 gehen. Dieser Schatten hier ist extrem auffällig. Dieser Schatten ist extrem auffällig. Und wenn der nicht gefüllt wird, dann bin ich schon sehr, sehr skeptisch. Was ich damit sagen will, ist,
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding gefüllt wird, ist extrem groß. So, gehen wir mal auf 4 Stunden. Da sieht das Ganze ein bisschen mehr nach Rejection aus, aber wir sehen, so richtig Kaufkraft kommt nicht rein. Kein Volumen, aber Verkaufsvolumen hier ist immens groß im Gegensatz zum vorherigen Volumen. Das bringt deutlich Verkaufskraft mit sich. Wir haben hier unterhalb der gleitenden Durchschnitte eine Abwärtsstruktur, eine Möglichkeit, dass wir nach oben nochmal eine kleine Pulsen auf die 44K. Durchaus möglich, technisch durchaus denkbar. Vielleicht auch überfällig, wenn wir uns den RSI betrachten, aber das Ding ist rattenscharf short. Und zwar so short, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit hier nochmal wirklich Richtung 40.000 gehen können. Ob das dann schon Ende des Leads ist, weiß ich nicht, will ich auch noch nicht sagen. Aber wenn wir hier mal so eine dynamische Unterstützung durchziehen, ja, kann es natürlich sein, dass wir auch nochmal Richtung 38K gehen. Und bei den $37.600 haben wir dann hier eine schöne Supportzone. Was dann auch unser Gesamtbild hier des, ja, ich sag mal, des Sell-Offs auch gut stützen würde, denn wir haben schon gesagt, das hier sieht sehr, sehr ähnlich aus zu dem hier. Abverkauf, kleiner Retest, kleine Erholung nach oben, dann geht es nochmal ordentlich nach unten. Und wenn wir uns das mal anschauen, welche Proportionen das sind, ja, können wir einfach mal schauen, dann ist das vielleicht das Doppelte, was er nochmal gefallen ist. Und dann können wir das gleiche mal hier machen. So, legen wir den mal hier hin. Copy-Paste nochmal dran, dann würde diese Projektion sogar ungefähr auf die 32.000 gehen, wenn das denn nochmal diese Ausmaße nimmt. Hier unten haben wir einen großen Turnaround-Bereich, große Möglichkeit, da nochmal sich schön einzukaufen, wenn du denn von der Technik überzeugt bist, aber nichtsdestotrotz bis dahin sowieso erstmal Füße stillhalten und schauen. Bitcoin macht sich jetzt schon langsam auch hier wieder auf den Weg nach unten, dementsprechend auch hier aufpassen, abwarten, Tee trinken und dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam an. Das war jetzt erstmal hier nochmal so ein, ich sag mal, so ein etwas ausführlicherer Ausblick auf Bitcoin. Wir sind weiterhin short. Ja, bitte nicht den Superhelden markieren und im Zweifelsfall lieber, ich sag mal, entspannen. Im Zweifelsfall lieber ein bisschen Risk off, bevor du dir ja hier richtig die Flossen verbrennst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Dominik. Bis bald.